Warum Draco Malfoy Harry Potter nicht verraten hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir einen Abschnitt aus den Heiligtümern des Todes besprechen, in dem es um Draco Malfoy und Harry Potter geht. Genauer gesagt geht es um den Moment, in dem Draco Malfoy es versäumt, Harry Potter in Gegenwart seines Vaters und den anderen Todessern zu identifizieren. Was genau ich untersuchen möchte ist, warum? Hat Draco Harry einfach nicht erkannt? War es ein Akt der Selbsterhaltung oder war dies Dracos Chance auf eine Form der Erlösung? Alles beginnt im Kapitel 23 der Heiligtümer des Todes, wo es ein wenig Verwirrung um Harrys Identität gibt. Mal sehen, wen wir da haben, sagte Greybacks hämische Stimme von oben, und Harry wurde auf den Rücken gedreht. Ein Lichtstrahl aus dem Zauberstab fiel auf sein Gesicht und Greyback lachte. Um das runterzuspülen, brauche ich Butterbier. Was ist mit dir passiert? Hässlich? Harry antwortete nicht sofort. Ich sagte, wiederholte Greyback, und Harry erhielt einen Schlag gegen sein Zwerchfell, sodass er sich vor Schmerzen krümmte. Was ist mit dir passiert? Gestochen, murmelte Harry. Gestochen worden. Ja, sieht so aus, sagte eine zweite Stimme. Wie ist dein Name? Knurrte Greyback. Dudley, sagte Harry. Und Vorname? Vernon. Vernon Dudley. Und warum war Harry so unerkennbar? Nun, kurz bevor er von den Schnappern gefangen genommen wurde, gelang es Hermine, schlau wie immer, einen Brandzauber direkt in Harrys Gesicht zu feuern. Die daraus resultierende Schwellung entstellte sein Gesicht so sehr, dass er nicht mehr zu erkennen war. Doch trotz Hermines schnellem Denken bei ihrem Versuch, Harry unkenntlich zu machen, gab es immer noch Dinge, an denen man Harry leicht erkennen konnte, wie zum Beispiel seine Narbe und seine typische Brille. Was ist das auf deiner Stirn, Vernon? Fragte er leise. Sein Atem stank in Harrys Nase, als er seinen schmutzigen Finger auf die Narbe drückte. Fass sie nicht an, schrie Harry. Er konnte sich nicht zurückhalten. Er dachte, ihm würde von den Schmerzen schlecht werden. Ich dachte, du trägst eine Brille, Potter, hauchte Greyback. Ich habe eine Brille gefunden, brüllte ein Schnapper, der im Hintergrund schlich. Da war eine Brille im Zelt. Greyback, warte. Und Sekunden später war Harrys Brille wieder auf seinem Gesicht gepackt. Die Schnapper kamen jetzt näher und starrten ihn an. Er ist es, krächzte Greyback. Wir haben Potter erwischt. Die Schnapper waren sich zwar sicher, Harry identifiziert zu haben, aber letztendlich war die Entscheidung, Harry zu identifizieren, bevor sie den dunklen Lord alarmierten, bei Draco, da er ihn am besten kannte. Sie sagten, sie haben Potter, sagte Narcissas kalte Stimme. Draco, komm her. Nun, Draco, sagte Lucius Malfoy, er klang eifrig. Ist er das? Ist es Harry Potter? Das kann ich nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, sagte Draco. Er hielt sich von Greyback fern und schien genauso viel Angst davor zu haben, Harry anzuschauen, wie Harry davor, ihn anzuschauen. Aber schau ihn dir genau an. Schau, komm näher. Harry hatte Lucius Malfoy noch nie so aufgeregt gehört. Da ist etwas, flüsterte er. Es könnte die Narbe sein, die sich zusammenzieht. Draco, komm schnell her. Sieh genau hin. Was denkst du? Harry sah Dracos Gesicht jetzt aus der Nähe, direkt neben dem seines Vaters. Aber während sein Vater vor Aufregung außer sich war, war Dracos Gesichtsausdruck voller Widerwillen und ein wenig Angst. Ich weiß es nicht, sagte er und ging weg in Richtung des Kamins, wo seine Mutter ihm zusah. In diesem Moment hätte Draco das Schicksal der Welt der Zauberer völlig verändern können. Er hätte seinen Familiennamen rehabilitieren und die Ehre seines Vaters zumindest in den Augen von Voldemort wiederherstellen können. Dies hätte Voldemorts Aufstieg zur Macht sichern können. Aber was genau führte dazu, dass Draco dies nicht tat? Ich habe verschiedene Antworten darauf gefunden, warum das passiert ist. Die erste Möglichkeit, die ich untersuchen möchte, ist meiner Meinung nach die unwahrscheinlichste, dass Dracos Untätigkeit lediglich das Ergebnis seines Selbsterhaltungstriebes war. So unwahrscheinlich es auch ist, es besteht immer die Möglichkeit, dass Draco sich einfach nicht zu 100% sicher war, dass dieser entstellte, geschwollene Junge Harry Potter war. In diesem Fall wäre es einfach Dracos Unfähigkeit, Harry Potter zu identifizieren. Wenn Draco tatsächlich bestätigt hätte, dass es sich bei dieser Gestalt um Harry Potter handelte und Voldemort dann gerufen wird, um herauszufinden, dass es nicht Harry war, wäre es für ihn und seine Familie nur noch schlimmer geworden. In den Büchern hat Harry sogar zugegeben, dass er sich selbst nicht mal erkannt hätte. Harry stand vor einem Spiegel über dem Kamin, ein großes vergoldetes Ding mit einem kunstvoll verschnörkelten Rahmen.
Durch die Schlitze seiner Augen sah er zum ersten Mal, seit er Grimmauld Place verlassen hatte, sein eigenes Spiegelbild. Sein Gesicht war riesig, glänzend und rosig. Jedes Merkmal wurde durch Hermines Fluch verzerrt. Sein schwarzes Haar reichte ihm bis zu den Schultern und um seinen Kiefer lang ein dunkler Schatten. Hätte er nicht gewusst, dass er es war, der dort stand, hätte er sich wahrscheinlich gefragt, wer seine Brille trug. Harry beschloss, nicht zu sprechen, denn seine Stimme hätte ihn ziemlich sicher verraten. Dennoch vermied er den Blickkontakt mit Draco, als dieser sich näherte. Aber glaube ich, dass dies der Grund für Dracos Untätigkeit war? Ziemlich sicher nicht. Die nächste Möglichkeit, die ich erklären möchte, ist, dass Draco, obwohl er ein Anhänger der Ideologie der Todesser war, seine Kindheitsbekanntschaften nicht einfach in Gefahr bringen wollte. Draco wusste, dass wenn er Harry ausliefern würde, dass dies das Ende für Harry, Ron und Hermine bedeutet hätte. Obwohl Draco diese drei verabscheute oder sein Leben lang darauf zu schließen ließ, wollte er nicht die Ursache für ihren Tod sein. Wollte Draco Ruhm für seine Familie? Auf jeden Fall. Wollte er die Herrschaft der Todesser? Weiß man nicht genau. Aber wollte er nichts davon auf Kosten des Lebens seiner alten Klassenkameraden? Auch ziemlich wahrscheinlich. Die nächste und meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Möglichkeit, die ich erklären möchte, ist, dass Draco nicht mehr den Ideologien der Todesser folgte. Vielleicht hat er immer nur geredet, aber er war nicht bereit, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Ereignisse des Halbblutprinzen hatten ihren Tribut von Draco gefordert und der ewig grinsende Junge, der immer eine Art falsches Selbstvertrauen ausgestrahlt hatte, war nun zu einem nervösen Wrack geworden, nachdem er den Auftrag erhalten hatte, den Schuldirektor Dumbledore zu töten. Aber erst am Ende des Buches und Dumbledores Tod sahen wir, wie Draco zu jemandem wurde, der seinem früheren Selbst so gar nicht entsprach. Der Tod von Dumbledore auf dem Astronomieturm und Charity Burbage, die gefoltert und getötet wurde, waren Ereignisse, die Draco dazu gezwungen haben, seine eigene Ignoranz zu erkennen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es Draco war, der diese Räder in Bewegung gesetzt hat, indem er den Todessern durch das Verschwindekabinett Zugang zu Hogwarts verschaffte. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Draco die Verantwortung für Dumbledores Tod verspürte und er das Gefühl davon hasste. Er wollte vermeiden, noch mehr Blut an seinen Händen kleben zu haben. Draco, der seine ganze Kindheit über schreckliche Schimpfwörter von sich gegeben hat, war nun wie sein Vater geworden. Draco hasste nicht wirklich Muggelgeborene oder Blutsverräter. Er war nur unwissend und zu jung und unklug, um das zu erkennen. Nachdem er zum ersten Mal Zeuge eines Todes geworden war, erkannte Draco schließlich, dass es einen deutlichen Unterschied gab zwischen höhnischen Beleidigungen und der Verurteilung seiner alten Klassenkameraden zu einem langen, schmerzhaften und entscheidenden Tod in der Saga. Wenn man das einfach mal weiterdenkt, ist es schon möglich, dass Draco sich einfach begann vorzustellen, wie eine Zukunft unter Voldemorts Herrschaft aussehen könnte. Noch ein paar Jahre zuvor war Draco völlig unbekümmert, aber jetzt musste er zusehen, wie die Todesser für Voldemort folterten, sah zu, wie seine Professoren ermordet wurden und musste mit ansehen, wie sein Vater, zu dem er sehr aufschaute, von dem Mann, der neue Herrscher der Zaubererwelt sein sollte, gedemütigt wurde. Es war kein Spiel mehr und das dunkle Mal auf seinem Arm erinnerte ihn an jeden Moment, den er wach in dem Albtraum verbrachte, der zu seinem Leben geworden war. Die Identifizierung von Harry Potter hätte seine einzige Chance auf ein normales Leben zunichte gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Draco "Ich weiß nicht" und nicht "Nein" gesagt hat. Aber was hat das zu bedeuten? Meiner Meinung nach war die Tatsache, dass Draco nicht komplett leugnete, dass es sich bei dieser unbekannten Gestalt um Harry handelte, dass er nicht komplett entschlossen war, ob es Harry jetzt war und ob er ihn verraten würde oder nicht. Seine Unentschlossenheit war einfach das Produkt seines Verstandes, der den Weg, den er eingeschlagen hatte, mit dem Weg abwog, den er jetzt nehmen musste. Obwohl er erkannte, welchen Weg er nun einschlagen musste, konnte er sich nicht ganz entscheiden. Deshalb begnügte er sich am Ende mit einem leisen "Ich weiß nicht". Die letzte Frage, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden muss, ist, warum Dracos Vater Lucius eigentlich nicht in der Lage war, Harry zu erkennen. Lucius hatte Draco schon mehrfach getroffen und er wusste, mit wem Harry sich herumtrieb, also hätte er ihn einfach erkennen müssen. In der Kammer des Schreckens erwähnt er gegenüber Hermine, dass Draco ihm alles über sie erzählt hat und weist sogar auf Rons rote Haare hin. Es ist auch nicht so, dass Harrys ikonische Narbe ein großes Geheimnis wäre. Lucius kommentiert Harrys Narbe schon früher in der Saga. "Verzeih mir, deine Narbe ist legendär." Was hat es damit auf sich? Nun, die Sache ist die.
Er hätte es wahrscheinlich getan, wenn er sich 100% sicher gewesen wäre. Aber ohne absolute Gewissheit wäre es eine sehr, sehr schlechte Entscheidung gewesen, Voldemort zu rufen. Vor allem, wenn sich herausstellen sollte, dass es nicht Harry Potter war. Lucius stand bereits in Voldemorts Schuld und Missgunst, da er versagte, die Prophezeiung zu besorgen. Und Voldemorts Zeit weiter zu verschwenden, wäre sehr, sehr schlecht für ihn und seine Familie gewesen. Sie brauchten die Bestätigung, dass es Harry Potter war, ohne den geringsten Zweifel. Und Draco Malfoy wäre der einzige gewesen, der diese Bestätigung hätte geben können. Aber wie wir wissen, hat sich die Sache nicht so entwickelt. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Habt ihr in diesem Moment auch über Dracos Unentschlossenheit nachgedacht? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Thank you.